Tralali, tralala. Und wir sind schon wieder da zu einer neuen Folge von Diablo. Fail. Schade. Egal, ich muss jetzt erstmal irgendwie. Ich bin mir nämlich momentan hier über den Ton nicht so sicher, ob das so alles funktioniert, wie es soll. Naja, gut. Wir werden sehen. Wir sind ja noch... Oh, okay. Wir haben aber noch... Okay. War jetzt eigentlich sinnlos zu speichern, aber okay. Gut. So, wir sind auf jeden Fall wieder in einer neuen Aufnahme von Diablo. Aha. Und die netten Kollegen sind auch wieder da. Freut mich ja. Ja, bleibt drin stehen. Ist immer schön. Ja, So, einmal umswitchen. Ja. Fängt ja schon mal super bombastisch an. Ich möchte eigentlich hauptsächlich den Kollegen da killen. Das hört sich schon mal relativ gut an, dass wir den so oft treffen. Jawohl. Sehr gut. Und das Vieh lebt noch. Auf dich hauen wir jetzt damit drauf. Sehr gut. Jawohl. Okay. Und 73 Gold sacken wir sofort ein. Die legen wir uns hier rein. Ei, war so wunderbärsch, war so wunderbärsch. So, direkt wieder safen. Oh Gott, ich hoffe nur, ich habe die Aufnahmetaste gedrückt. Aber gut, das ist ja mittlerweile dieses allgemeine beliebte Problem. Dass ich das gerne mal... Naja. Ich guck mir das mal kurz an, ob ich die Aufnahmetaste gedrückt habe. Und wir sehen uns gleich wieder, denn ich will nicht, dass ihr verpasst, wenn wir draufgehen. Na? Also, bis gleich. Okay, ja, ich meine, irgendwann, ja, ich sag lieber nichts mehr dazu. Boah, jetzt muss ich mal kurz hier den Rollladen nebenbei ein bisschen runterlassen. Also wenn es gleich knallt, dann ist der Rollladen komplett runtergeknallt und ich habe ihn kaputt gemacht, wundert euch nicht. Na, scheint noch zu lang. Ja, die letzten Tage war hier, naja, sagen wir mal, kein so bombastisches Wetter. Und heute knallt die Sonne wieder voll durch die Fenster rein, dass man hier nichts mehr sieht. Entsprechend ist das auch ein bisschen schwierig hier dann zu spielen. Naja gut, achso, hier ist ja die Treppe nach oben. Könnten wir eigentlich gerade nochmal gucken gehen? Up to town bitte. Vielleicht hat die gnädige Frau ja jetzt den Fireball-Spell für uns. Der ja entsprechend da unten wohl alles platt machen soll. Da ist immer noch unsere tolle Rüstung. Plate of Sorcery. Warte mal, wie viel? Ich habe schon wieder vergessen. Wie viel brauchen wir da? 49 Stärke 60. Moment, wir kriegen da sowieso Stärke 65. Also ist die... Ja. Also Stärke 65 war ja sowieso inbegriffen. Also sollten wir die Rüstung dann locker tragen können. Jetzt muss ich mal kurz die Kopfhörer da drüben ein bisschen leiser machen, die neben mir liegen am PC. Also die am PC angeschlossen sind. Haha. Ja, ist ja leider immer noch das Problem, dass ich mit Notebook und... Das ist so laut wie meine Boxen. Dass ich momentan immer noch mit Notebook und PC aufnehmen muss, da das parallel noch nicht läuft. So, Elixir of Dextry, Scroll of Healing, Scroll of Lightnings. Ah, nee, da ist leider nichts in der Richtung dabei. Staff of Wizardry. Wizardry. nee. Brauchen wir eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Was haben wir für einen Star? Mit 11 zum... Naja gut, 10 zum Magic mehr ist halt schon... Holla die Waldfee, aber nee. Ich möchte es jetzt aber nochmal kurz versuchen. Vielleicht klappt's ja. Können wir nochmal kurz safen, wenn wir sowieso schon da sind. Ja,
Also wie gesagt, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir diesen dämlichen Skill noch im Let's Play finden. Weil ich habe momentan einfach keine Zeit, da kurz suchen zu gehen, weil ich möchte das auch nicht unbedingt zwangsläufig jetzt eine Runde komplett pausieren lassen. Das wäre auch nicht so schön. Da ich ja das Projekt jetzt auch mal so langsam dann doch. Ich meine, in der wievielten Folge sind wir jetzt mittlerweile 45, wenn ich richtig mitgerechnet habe. Ich möchte es dann doch mal irgendwann zum Ende bringen. Und dann entsprechend, wenn ich dann demnächst die neue Version von Fraps habe, beziehungsweise die werde ich wahrscheinlich dann erst nach Diablo dann richtig drauf spielen. Nicht, dass da womöglich dann irgendwelche Probleme mit Diablo entstehen, dass das nachher gar nicht mehr funktioniert. Book of. Ach doch, kein Book of Stone Curse. Das haben wir doch schon. Nochmal. Ich weiß, ist langweilig. Nee, aber ich müsste dann auf jeden Fall Dungeon Siege auch zum Ende bringen, weil da sind wir ja. Na, sagen wir mal noch im ersten Drittel. Das dauert ja auch noch ein Stückchen, bis wir mit Dungeon Siege durch sind. Und wie das dann aussieht mit der Erweiterung. Ja. Je nachdem, wie sich die Stimmen dafür entsprechen, würde ich sagen. Wie die Stimmen sich dafür aussprechen. Und ja, dann auch irgendwann mal die neuen Projekte anfangen. Also ich habe mir mal einen Zettel gemacht, was ich denn für Projekte anfangen könnte. Und ein Freund von mir, der unterstützt mich da wohl auch mittlerweile relativ tatkräftig. Und der hat mir schon sämtliche Spiele hinterhergeworfen. Ah, das kannst du auch mal machen, das kannst du auch mal machen. Ja. Und so kommt man dann dazu, dass man eigentlich bis zu seinem Lebensende komplett mit Projekten ausgebucht ist. Obwohl man eigentlich an sich keine Zeit hat. Book of Fire, Book of Book, oh, Book of Book, ah, Book, ah, Book, 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 Book. Ach, wo hab ich denn jetzt Unordnung über Unordnung auf meinem Schreibtisch? Ja, und der Block ist ganz hinten an der anderen Ecke. Wo ich nicht drankomme. Egal, Book of Fireball ist, nehmen wir mit. 48, ja, haben wir locker. Und bringt uns zwei Mana mehr. Also ne, warte mal, wo sind denn die. Ah, da sind die Spells, die Spells, die Spells. Hui. Hui. Wow, der braucht sogar weniger als die Feuerwand und macht weitaus mehr Schaden. Cool. Und macht. Oh, wird das ein Spaß. Oh, wird das ein Spaß. Entschuldigung, dass ich da ein wenig euphorisch bin. So, Fireball. Ja. Wir fliegen hier nebenbei wieder die Ohren weg. Aber gut. So, mal kurz nebenbei darauf umgeschaltet und mit der anderen Hand hier zugemacht. Also das die Lautstärke ein bisschen runtergedreht. So, können wir auch gleich mal gucken, ob noch irgendwas zu reparieren ist. Yo, Arcane's Veiler. Wie viel fehlt uns denn noch bis. Nur noch 300.000 bis zum nächsten Level Up. Ist ja jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel. Ja, okay, 200. 260 in etwa. 260.000. Ist jetzt gar nicht mehr so viel. Finde ich auch ganz gut. Denn dann können wir noch 4 Punkte auf die Stärke geben und noch einen Punkt auf Magic. Das heißt, wir können dann die neue Rüstung anziehen und sind da unten einfach eine ganze Ecke besser dran. Und immerhin, das Ding gibt noch zu Magic. Also, mit der Rüstung sollten wir sehr gut bedient sein. Dann save ich nochmal. Jetzt muss ich doch mal. Ich würde ja. Ich probiere das jetzt mal. Rums! Oh. Habe ich wirklich den richtigen? Naja. Nehmen wir einfach mal mit den Fireball Spell. Mal gucken, was wir damit anrichten können. Lebt hier noch irgendwas? Da geht's wohl runter zu Level 14. Oh ja, und da kommen noch ein paar unfreundliche. Immune Fire. Okay, dich müssen wir immer noch mit dem Lightning platt machen. Da werden wir wohl nicht drum
drumrum kommen. Da würde ich gern bald mal den Chain Lightning oder so haben. Treffer. Treffer, Treffer, Treffer. Jawohl. Damit wir auch einfach entsprechend da dann mehr Schaden machen. Und nicht mehr so viel Mana rauswerfen müssen. Aber gut, ich lasse den jetzt einfach mal drin. Wir machen jetzt aber, glaube ich, nicht so viel Schaden mit dem Fireball bei denen. Also lasse ich für die einfach mal den da drin. In der Hoffnung, dass wir... Da schlawenzelt doch... Boah, da schlawenzelt einiges rum. Das ist böse, wenn die Abkürzung nehmen. Das mag ich gar nicht. Gut, aber vielleicht... Ich will das jetzt mal probieren. Oh, nein, das funktioniert nicht. Schade. Hätte ja sein können. Nummer 1 ist weg. 2 und 3 folgen hoffentlich gleich noch. Jawohl. Also es macht sich doch bemerkbar, wenn wir stärker in der Magie sind. Oh. Das ist gar nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Der hat uns unseren Schild geklaut. Ja, das ist nicht so toll. So. Und das da und das da. Dann dürften wir wieder voll sein. Ja. Aber so viel haben wir gar nicht einstecken müssen. Also entweder hat er uns verfehlt. Wir haben nur 7 Schaden bekommen. Und die Duration hat... Also die Haltbarkeit hat da gelitten. Hm. Gold Ring of Vigor. Ja gut, Fast Hit Recovery absorbs half of trap damage. Ja gut, das ist ja auch nicht so... Naja. Was ist eigentlich dieses Fast Hit Recovery? Also diese Schnellerholung nach Treffern nennt sich das ja. Hab ich auch in Diablo 2 nicht verstanden. Hm, ich würde gerne mal meine Bürstchen mitnehmen, aber so ganz wie Lava sieht das auch nicht aus. Ich stell's mir zwar mollig warm hier unten vor, aber... Es erinnert mich doch eher an Blut als an Lava. Beziehungsweise Magma. Uah! Das sind zu viele. Naja, in der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwas treffen. Die sind durch und durch gegangen. Ich versuche die immer hier schön auf eine Linie zu locken. So, 2 Stück sind weg. Da lag, glaube ich, noch irgendwas. Wenn die nämlich schön auf einer Linie sind, wird davon jeder getroffen. Und dann verballern wir nicht immer nur Mana und treffen nur einen, sondern dann hauen wir schön die Viecher in der Reihe weg. Na komm, geh drauf. So. Gut, zu Kosten unserer Mana-Vorräte. Nein, nicht wegwerfen, mitnehmen. So, safe. Wir könnten aber gerne mal wieder irgendwas finden, was wertvoll ist. Denn das Ganze geht so langsam doch ein wenig ins Geld. Wie viel Geld haben wir denn noch? 5000 und... das langt nicht mehr mal für den nächsten Zauber. Hm. Schlecht. Ja, oder wir müssen halt Griswolds Edge dann doch verkaufen. Ja, in dem Sinne haben wir noch eine Geldanlage von 29.000 waren das, glaube ich. Ne, sieht man hier nicht, wie viel das Ding bringt. Aber es muss ja nicht unbedingt zwangsläufig diese Aktion sein. Da ist ein Weapon Rack, da ist auch noch ein Waffenständer. Oh, er hat das Wort Ständer gesagt. Hihihi. Sings for your blood, mortal, and by my dark masters it shall not be denied. Boah, musst du mich so erschrecken, mein Lieber? Bei dir haben sie doch aber... Dich haben sie doch in der Kindheit 5-mal hochgeworfen und 4-mal aufgefangen, oder? Mann, nochmal. Muss das denn unbedingt sein? So, ich save jetzt lieber mal. Das kann nämlich sein, dass wir... Also es kann nämlich sein, dass wir die nächste Runde nicht überleben werden. Ich möchte nämlich... Ach du... Das ist ja der Warrior... Ach nö... Nee.
Moment, wo sehe ich den von hier aus? Nein, da bräuchte ich eine Scroll of Infravision. Die hole ich mir noch. Da gehen wir nämlich jetzt nochmal ganz kurz die Treppe hoch. Denn, ich verfolge nämlich den Plan. Na gut, es sind noch 20.000, 200.000. Da geht das leider nicht so ganz auf wie gedacht.